Hey Leute, heute beschäftigen wir uns mit einem ganz besonderen Menschen. Es begann alles in den Tiefen von YouTube. Dort, wo so manche peinliche Videos hochladen oder andere einfach nur ihre Fratzen in die Kamera halten. Hallo! Nee, um Gronkh geht's heute nicht. Es geht um einen kleinen Mann mit großen Taten. Zieh euch aus dem Weg! Was? Entschuldigung, Ben? Nicht mit mir! Wow, was für eine Überraschung. Ist ja nicht so, dass es im Titel steht, aber egal. Hey, jetzt habe ich ein Tablet. Was geht ab, Elite? Zeus hier! Willkommen zu einer der letzten How-to-be-a-YouTuber-Folgen. Also wirklich viele werden es nicht mehr sein. Wie immer erkläre ich euch in 5 Schritten, wie ihr in dem Fall jetzt zu Julian Bam werdet und los geht's. Und los geht's. Der erste Schritt ist die Aufmachung des Videos. Und dabei meine ich nicht nur die Wahl der Farbkorrektur oder der Effekte. Jetzt ist mir echt ganz schön warm. Gut, in dem Fall hat der Topf wirklich gebrannt. Sondern eher die Aufmachung des Videos. Das Stilmittel ist, zwischen süßen und tollpatschigen Aufnahmen wieder zu epischen Aufnahmen zu wechseln. Um einen starken Kontrast zu erschaffen zwischen einem netten, süßen Chew und dem epischen. Also ungefähr so. So, dann bauen wir alles wieder ab. Diesen Stilmittel bediene ich mich eher selten, weil ich der Meinung bin, ich kann einfach nicht cool sein. Schritt 2 ist die Kreativität. Oft wird Juno auf eine Sache reduziert. Schau mal, was ich geschrieben habe. Was soll das sein? Das ist alles eine Frage der Perspektive. Okidoki. Ich hasse es, als ob Ju das ganze Zeit sagen würde. Zugegeben, es war ein sehr prägnantes Video, was man nicht mehr so schnell vergisst. Aber komm schon, Kreativität geht bei ganz kleinen Sachen schon los. Obwohl ihr natürlich wisst, dass an mir überhaupt nichts klein ist. Der Witz war scheiße, oder? Soll ich ihn rausschneiden? Dann müsstest du das ganze Video rausschneiden. Seht ihr, ich habe gerade so eine Selbstunterhaltung geführt, das ist total kreativ, oder nicht? So richtig Müll. Und mit Müll meine ich mega übertrieben lustig und legendär. Das ist doch voll cool. Ich meine, ich probier's auch mal. Julian steht für... eine Eigenschaft mit J. Jetzt zwar nicht. Schritt 3 ist der Humor. Einer meiner Lieblingswitze von Julian Bam ist tatsächlich dieser hier. High five! High five! Ich weiß, so krass lustig war der jetzt auch nicht, aber irgendwie war der irgendwie so unerwartet. Währenddessen ich meinen Kanal voll Gas auf diese Humorschiene aufbaue, ist bei Julian Bam der Humor eher so eine Unterstützung nur vom Video. Seine Unterhaltung erzählt er eher mit sehr, sehr aufwendigen Videos und geilen Effekten und vor allem immer mit so einer kleinen Moral in jedem Video. Daher baut sich der Humor meistens auf diesem süß-epischen Wechsel auf und dann halt eben auch noch so hier und da mal so ein Wortwitz. Spaß beiseite! Ich weiß nicht, ich finde der Humor von Julian ist mir einfach viel zu krass. Hä, warum? Ja, einfach so rassistisch. Rassistisch? Und frauenfeindlich ist er auch. Du meinst Julians Blog? Ja, wer denn sonst? Ja, ich rede von Julian Bam. Ach so. Ja. Julian Bam. Leck mich doch am Arsch. Der vierte Schritt ist der Plot-Twist. Am Ende von jedem Video kommt meistens immer so ein kleiner Wow-Effekt. Die meisten Videos wirken auf den ersten Blick immer so ein bisschen stumpf und kindisch und einfach sehr, sehr einfach. Und plötzlich kommt nochmal so eine tiefere Botschaft und es flasht in einen so ein bisschen. Mann, ich hasse immer noch Julian Bam. Hey du hast da einen Zettel in der Hose. Manche Menschen übertragen ihre eigene Unzufriedenheit auf andere, dabei suchen sie eigentlich nur jemanden, der sie tröstet. Das Leben kann nicht immer leicht sein und wir alle haben mal schwere Zeiten zum Durchstehen. Aber eines Tages wird's wieder besser. Das Leben ist wirklich eine unglaubliche Reise. Genauso ungefähr endet ein Julian Bam Video. Den heftigsten Plot-Twist überhaupt hat er bisher in sein neuestes Video gebracht, welches ich mal unten verlinke in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne anschauen, ich will nicht spoilern. Einen kleinen Tipp kann ich ja machen, es reimt sich auf Paddel. Okay. Durch diesen Plot-Twist oder eben diesen Wow-Effekt bekommt einfach dieses Video nochmal so eine gewisse Tiefe und der Zuschauer das Gefühl so, wow, ich habe gerade irgendwas dazugelernt oder eine neue Erkenntnis dazu gewonnen. Serien wie mit Marvel oder Scrubs bedienen sich auch sehr auf diesem Mittel, also ihr müsst echt mal drauf achten. Am Ende jeder Folge kommt meistens immer so ein cooler Endspruch nochmal, wenn man sagt so, nicht schlecht. Und was ist meine Motivation? Der Regen. Genau. Regen wurde in diesem Video 3-mal gezeigt und heute haben wir Mittwoch, den 3. Tag in der Woche. Zufall? Ich glaube nicht. Wow! Doch kommen wir nun zur Erkenntnis. Viele sagen, Ju macht die besten Videos im deutschen YouTube-Raum, aber warum machen wir da nicht einfach alle solche Videos wie er? Ich meine, ich könnte es ohne weiteres. Ich bräuchte bloß seine Kamera und sein Equipment. Und vielleicht ich müsste halt lernen, so gut zu tanzen und diese ganzen Kampfmoves müsste ich natürlich auch noch lernen vorher. Und vielleicht bräuchte ich halt ein bisschen bessere Ideen und ein bisschen bessere Kreativität und eventuell noch eine Schönheits-OP. Schreibt einfach das How-To weg und macht lieber, wer ist Julian Bam draus. Ich zum Beispiel habe sehr viele Vorbilder auf YouTube, aber es geht gar nicht darum, so zu werden wie seine Vorbilder, sondern nur, was kann man von seinen Vorbildern lernen? Was können wir von Ju lernen? Ganz einfach, er könnte eigentlich so viel mehr Klicks machen, wenn er einfach täglich Videos rausballern würde von seinem alltäglichen Leben oder halt solche kleinen Vlogs, wie jeder es machen würde. Aber er tut's nicht. Und gerade dieses Projekt umsetzen, wenn man Bock drauf hat, finde ich sehr schön, weil es muss sich nicht immer lohnen, es muss nicht immer Sinn ergeben. Wenn du Bock drauf hast, ein riesen Bild zu malen, dann mach das. Dann gib dein Bestes, versuche ich das Beste rauszuholen, dann bist du am Ende stolz auf dich. Denn eine anstrengende, lange Arbeit, auf die man stolz ist, zu beenden, ist ein super schönes Gefühl und das kann ich jedem nur empfehlen.
Euer Zeo. Wie wär's, wenn du einfach die Fresse hältst? Hey Leute, es poppt gerade Infokarte auf How to be LaFloyd. Oder auch hier drüben klicken, auch Link in der Videobeschreibung. Und generell könnt ihr mal die ganzen How to be YouTuber PlaySnap checken. Da ist Gronkh dabei, da ist Ungespielt dabei, da ist Mert Martin sogar dabei. Ich freue mich über jedes Abo natürlich. Das ist immer eine super Unterstützung für mich. Dankeschön fürs Anschauen. Und wer immer noch dran ist, sowieso Dankeschön. Sau cool, dass du bis zum Ende dran bleibst. Das ist immer cool. Dann bis dann. Ciao, ciao. Juhu.